Also, ich habe hier sitzen den Christoph Kreter. Wir haben dich ja eben hier schon gesehen an dem Center Court gegen Oliver Ortmann. Wie ich im Vorfeld erfahren habe, die Partie, die wolltest du gewinnen. Du bist ja vorne zu uns zur Turnierleitung gekommen und hast gesagt: Hey, komm, nimm mich auf den Center Court. Ich schieße dem Ortmann jetzt die Eier weg. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also, es war ja wirklich eine fantastische Partie. Erstmal an dieser Stelle Glückwunsch. Wie wichtig war die Partie für dich? Ja, die Partie war schon sehr wichtig für mich. Das war das erste Mal, dass ich gegen Oliver gewonnen habe. Ich habe ihn in den letzten 7, 8, 9 Jahren 6, 7, 8 Mal getroffen am Billardtisch in unterschiedlichsten Disziplinen und habe immer verloren und teilweise auch sehr deutlich verloren und sozusagen immer richtig arschvoll gekriegt und habe dann auch heute vorher, habe mich ein bisschen gefreut, dass ich gegen ihn spielen darf und habe gedacht, komm. Gegen ihn hast du noch nie gewonnen, das willst du jetzt unbedingt. Und es war also wirklich in mir so ein totaler Wille, unbedingt diese Partie zu gewinnen. Am Ende natürlich auch das ein oder andere Mal, es ist ganz gut gelaufen für mich, ein bisschen glücklich, aber das gehört halt auch dazu. Ich denke, das habe ich mir einfach erarbeitet in dem Satz. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Also für die Zuschauer, es war ja wirklich eine fantastische Partie, kann man so sagen. Am Anfang die 10 verschossen, da dachte man schon so, ja, das wird nichts mehr so. Und dann die 5-2, der 5-2-Rückstand, wo du zum 5-5 ausgeglichen hast. Ja, und dann das mit dem Break. Was war da los? Also jetzt, ich kann nur beurteilen, was ich gesehen habe über die Kameras. Das sah eigentlich aus, als wenn du satt die Eins getroffen hättest. Was war da los? Also wir bauen ja hier auf dem Fernsehtisch mit diesem sogenannten Magic Ball Rack auf, was eine Aufbauschablone ist, dass die Kugeln von alleine press in kleine ausgeschnittene Löcher laufen. Und das macht das Aufbauen sehr viel leichter. Und der Schiedsrichter hat also auf jeden Fall aus Versehen, ich möchte ihm Gottes Willen keine Absicht unterstellen, aber er hat wohl nicht aufgepasst beim Aufpassen und da waren die Bälle nicht press aneinander und ich habe halt voll reingehauen und dann bleibt es auf einmal zusammen liegen, es fällt nichts und ja, und dann macht Olli so eine, wie man so schön sagt, so eine Indianerpartie aus mit einem schweren Einsteiger, schießt die Partie aus, macht an außen, ich bin 7-5 hinten und ich sitze hier und habe gekocht auf 180 Grad und habe gesagt, jetzt bitte nicht das Break, der letzte Stoß. Also ja, und dann hat er ja nochmal einen Break-Foul eingebaut. Ich dachte nur immer die ganze Zeit, der Mann, der hat echt da Nerven aus Stahl. Wir hatten dich eine ganze Weile noch als kleines Bild im Bild, halt so, um deine Emotionen da auszufangen. Also es war wirklich, man konnte wirklich fühlen, du hast dich da nicht komfortabel gefühlt, sag ich jetzt mal. Aber ja, dann hast du dich ja echt zurückgekämpft und dann, ja, die lange 9, da war es dann einfach dieses letzte Spiel. Man hat gesehen, von Ball zu Ball, das war richtig Arbeit dann in dem Moment. Du hast nach jedem Stoß halt irgendwie durchgeschnauft. Das war wirklich eine Anstrengung. Aber hast es dann noch gewogen? Also Das war, ja, ich sag mal, was du auch erkannt hast, dass ich da so im Hintergrund gelitten habe, wenn ihr das mitgesehen habt. Ich bin auch kein Mensch, der seine Emotionen irgendwie beisammen halten kann. Ich weiß auch, dass es manchmal so ein bisschen anstrengend ist, dazu zu gucken und das zu sehen. Aber ich bin halt dann einfach so, das muss auch irgendwie dann raus. Das kann ich nicht mit mir rumschleppen. Und ja, am Ende die Partie war dann, ich stelle mich auf die 8 auf der anderen Seite ein bisschen gerade und komme dann in die Situation, dass ich eben diese lange 9 in Kauf nehmen muss, bei der ich mich natürlich überhaupt nicht wohlfühle, nervlich. Sehr, sehr angespannt. Dazu kommt, dass ich auch, ich gebe es gerne zu, ich habe gezittert ohne Ende und hat natürlich auch, wie gesagt, noch nie gegen Olli gewonnen. Ich wollte halt unbedingt und ja, und dann habe ich eigentlich auch zu früh abgedrückt und ich hätte es nochmal absetzen müssen und dann habe ich es halt verschossen und dann ist halt schwer liegen geblieben für ihn und er hat sich dann halt für einen Einbänder entschieden, der misslang und ja gut, dann konnte ich es dann mitnehmen und ja. Alles klar, ja, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg im weiteren Turnierverlauf. Lass krachen und war ja schon mal ein super Auftakt, glaube ich, auch für die Leute, die beim Livestream zugeschaltet sind. So kann es weitergehen, noch dass wir ein paar schöne Partien sehen. Wenn ich, wenn ich kurz noch was sagen darf, möchte ich vielleicht auch stellvertretend für die anderen Spieler einfach sagen, dass es hier eine ganz, ganz hervorragende Arbeit ist von euch, dass ihr hier mit Poolstage und den Brüdern Mohr, was hier der Stefan, der Daniel auf die Beine gestellt haben, ist unglaublich. Also ich finde das für uns Billardspieler, das ist wie ein Paradies hier. Das ist total toll. Also echt, das muss ich echt mal sagen. Von daher möchte ich mich hier mal ganz ja, herzlich bei euch als Veranstaltern bedanken dafür, dass ihr so ein tolles Event für uns Billardspieler auf die Beine gestellt habt und hier hinzaubert. Dankeschön. Alles klar, danke an dieser Stelle.